Hi, ich bin der Leo und das ist Terry und zusammen sind wir das dynamische Duo von Crackdown 3 und freuen uns darüber, dass du wieder mit dabei bist. Natürlich auch ein dickes Dankeschön für dein Like und deine Bewertung im letzten Video. Doch allen voran natürlich für deine Aufmerksamkeit für dieses brachial gute und vor allem sehr klassische Open-World-Projekt. Auf, wir haben wie immer viel zu tun. Allen voran natürlich Orbs sammeln, denn die sind so wichtig. Die sind so wichtig, das Wichtigste im ganzen Spiel und das Spaßigste auch im ganzen Spiel. Denn mit denen können wir irgendwann viel weiter und viel höher springen. Und das ist auf jeden Fall eine Menge wert hier. Na, kommen wir hier hoch? Wunderbar. Okay, der nächste Außenposten steht an. Es ist eine Schienenbahnstation. Vorsicht, los geht's. Geschützfeuer. Wow, Geschützfeuer? Von wo? Von wo? Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. Hi! Alles funktioniert genauso wie es sollte. Wo ist hier ein Geschütz? Wo ist hier ein Geschütz? Hüter sind frisierte Wächter mit Schilden und Plasmagewehren. Pass auf! Oh. Wir brauchen stärkere Waffen. Viel stärkere Waffen. Na? Wow, der wirft auch mit Sachen. Wie übel. Aber irgendwie kann ich nicht mehr zu meinem Bolzengewehr wechseln, was ich sehr schade finde. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch hin, alles. Bam. Die Logistikbedrohungsstufe steigt, Agent. Quist verteidigt seine Operation. Yep. Verstärkung naht. Vermutlich wirst du ab jetzt auf stärkeren Widerstand stoßen. Ja, wow, es ist schon echt übel, was wir gerade ertragen müssen. Ihr merkt schon, ich bin sprachlos. Muss mich ein wenig konzentrieren hier gerade, aber das wird schon. Oh, okay. Ein Geschütz ist schon mal weg. Das ist alles killt, oder? Ja, allerdings. Da ist noch eins. Wird gespeichert? Cool, in den Kämpfen? Also, naja, gut. Wenn wir sterben, starten wir beim nächsten Checkpoint. Aber mit gespeicherten Stats, nicht schlecht. Boom-Schakalaka. Oh, wir brauchen unbedingt einen Raketenwerfer oder sowas. Irgendwas mit richtig viel Wumms. Ah, stopp. Wir müssen ja nicht alles töten hier. Aber das macht unser Vorankommen um einiges einfacher, wenn wir die Ziele einer Priorität nach ausschalten. Oh, wir sind leer. Warum kann ich nicht mehr wechseln zu meinem Bolzenschussgewehr? Ah, mit X? Warum mit X auf einmal? Das ist echt strange. Jetzt kann ich auch wieder Y gedrückt halten. Na gut, okay. Ich will mich nicht beschweren. Videospiellogik. Und das ist schon lange gar kein Bolzenschuss mehr. Kein Bolzenschussgewehr mehr. Cool. Es ist weg. Offensichtlich ist mein Bolzenschussgewehr weg, aber naja, gut. Meckern auf hohem Niveau. Habe ich wohl irgendwo einmal zu viel X gedrückt. Mit was in den Händen komme ich leider hier nicht hoch. Aber es scheint ruhig zu sein. Hey! Ich habe versucht, höflich zu bleiben. Das ist vorbei. Töten Sie den Agent und alle anderen Bedrohungen. Das versuchen die schon die ganze Zeit, mich hier zu töten. Ah. Dieser Stationsvorsteher sucht Streit. Schalten Sie ihn aus! Wir müssen da hoch. Erstmal den Scharfschützen ausschalten. Oh, das heißt nichts Gutes.
Dem Schwebebahnnetz haben wir zugesetzt. Wie ist denn? Wie konnte denn das jetzt bitte passieren? Waren das meine Drohnen von draußen? Meine Berechnungen haben die Variablen nicht berücksichtigt. Das ist äußerst... Die Angriffe der Agency sind direkt, dumm und brutal. Aber deine Fähigkeit, die Bedrohung zu berechnen und dich anzupassen, wird ihm bald Einhalt gebieten. Ein weiterer Beweis, wie wichtig du für uns bist, meine liebe Roxy. Okay. Klingt so, als wären Quist und Roxy mehr als nur ein Psycho und sein synthetisches Hirn. Ja, ein Psychopath. Eure Tage sind gezählt. Schnappen Sie sie, Agent. Ein sehr schräges Psychopath, aber irgendwo auch sympathisch. Schade, dass wir ihnen das Handwerk legen müssen. Man könnte sicherlich noch vieles von ihnen lernen. Aber jetzt geht's hier erstmal weiter. Hier gibt's Granaten. Ja, ich will aber auch wieder welche haben. Endlich, endlich. Und Granaten setzen Blitzketten frei, die Ziele in der Nähe treffen. Hört sich Verwenden gut an. Verwenden Sie sie im Kampf gegen Gruppen schwächerer Feinde. Hört sich verdammt gut an. Nice. Aber wir können hier weiter. Wir können weiter. Wir hauen ab. Ich klau mir mal eben euer Auto. Ihnen steht ein neues Fahrzeug zur Verfügung. Wunderbar, wunderbar. Wo waren wir denn hin als nächstes? Oh, hier gibt es zwei Rennen. Eins davon habe ich schon abgeschlossen, oder? Nee, gar keins. Ich habe noch gar keins davon abgeschlossen. Aber wir stehen hier direkt vor Maschinerie Felsenbrecher. Das kenne ich noch nicht. Das sollten wir vielleicht zuerst machen. Hi! Wie machen wir das? Wie können wir das hier zerstören, das gute Ding? Sicherheitsprotokolle. Ihre Industriebedrohungsstufe ist gestiegen. Oh, oh. Verstärkung rückt an. Du hast ihr Spielzeug kaputt gemacht. Wow, ein Riesenroboter. Ein Riesenroboter. Industrieeinheiten, ihr habt eine Level 1 Bedrohung. Oh. Aber das Ding ist fast hinüber. Geht doch. Agent im Visier. Feuer eröffnet. Nein, geh weg, Alter! Wow, weg. Muni. Fackeln Sie sie ab! Das war's schon. Man muss sich gar nicht, nicht immer zumindest, nicht aller Gegner erwehren. Diese Tunnelratte da leitet die Mine. Reza Khan. Reza Khan, wer bist du? Und was hast du? Leitet Novas Produktionsbetrieb und er ist sowas wie eine lebende Legende. Der einzige Überlebende von dutzenden Minenunglücken, nur dank der Kraft von Chimera. Wenn Khan denkt, er braucht Chimera zum Überleben, wird er besonders stinkig sein, wenn wir seine gesamte Abbauausrüstung hochjagen. Kann ich mir vorstellen. Da wäre ich auch ziemlich stinkig. Wow. Und schon ist die Karte wieder ein Stückchen voller mit Symbolen, mit Erledigungen. Oh, sieht auch schon ganz nett aus, ne? Aber uns erwartet noch eine ganze Menge. Machen wir erstmal weiter. Hier machen wir erstmal weiter. Eins nach dem anderen. Jetzt will ich erstmal ein Rennen machen. Das habe ich mir wirklich verdient. Oh, aber erstmal muss ich ja weg. Hans Leute gehorchen ihm aufs Wort. Ich sehe Truppen, die Maschinerie in der ganzen Anlage besetzen. Höp, höp. Na. Oh, was sind denn das für Minenarbeiter, die mit MPs hier durch die Gegend laufen? Eine gefährliche Stadt. Ich werde mal ein wenig grob die... Da ist eine Gang Rambos, die nach Streit suchen. Ein wenig grob die Orbs einsammeln. Oh, aber das ist noch ein Nachschubpunkt. Da müssen wir hin. Oh, was für eine geile Location. So ein kompletter Fabrikbezirk. Übernehmen Sie den nahegelegenen Nachschubpunkt. Er liefert Ihnen neue Munition, wenn Ihr Magazin leer ist. Ja, finde ich ganz nett von euch, muss ich sagen. So, aber ich will mein Bolzenschussgewehr zurückhaben, weil ich nicht viel halte. Vom Plasmagewehr. Das Omnigewehr ist geil, das ist das beste Scharfschützengewehr bisher, aber das Plasmagewehr ist nicht so cool. Bogengewehr kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Ein Grund mehr ist vielleicht mal einzusetzen. Wir haben die Bogengranate, haben wir hier auch noch. Oh, auch noch nie benutzt, sollten wir vielleicht mal machen. Und dann geht's weiter.
Agent gesichtet. Sende Koordinaten an alle Truppenführer. Ach, das war das. Ja, das können Scanner wir behalten. Neu das ist in Ordnung. Ziel verloren. Alles cool, alles cool. Bedrohungsstufe wieder neutralisiert. Wir können uns wieder undercover, können wir uns hier... Wir haben immer noch Ziele in der Mine. Finden und erledigen wir sie. Unserem Tagewerk widmen. Dieses ganze Tiberium hier. Das ist doch nicht gut für den Menschen. Oh, hier könnte man ein Rennen fahren. Vielleicht machen wir das erstmal. Haben wir auch noch nie gemacht. Aber dafür brauche ich was. Da brauche ich ein Fahrzeug für, glaube ich. Ich glaube ja. Nee, Schwerstarbeit. Einfach nur. Nee, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine das hier. Aber hier brauche ich wahrscheinlich ein Fahrzeug. Und damit muss ich dann hier reinfahren? Wie muss ich mir das vorstellen? Wir werden es rausfinden. Wir werden es irgendwann rausfinden. Höp. Noch mehr Orbs. Wir brauchen noch mehr Orbs. Legen Sie einen Zahn zu. Ran an die Kugel. Ja, ich mache ja schon. Ich mache ja schon. Da oben. Da oben ist die wichtigste Orbkugel aller Zeiten. Die höchsten sind immer die allerbesten. Da könnte der Terry fragen. Der wird mir dazu stimmen. Alter. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Was ist das? Das ist ein Rennen, das machen wir auch gleich. Aber erstmal müssen wir uns diese Kugel holen. Ansonsten ist unser Leben nichts mehr wert. Ich kann mich hier nirgendwo festhalten, damn. Zerstöre die aktiven Maschinen. Nur so kannst du diese Anlage ausschalten. Geht gleich los, geht gleich los. Ah, die Kante, das ist das Niedrigste, was wir eventuell erreichen könnten. Ja, das wird was, das wird was. Das war doch eine Kante. Alter! Komplett wieder runter. Das ist doch ein ganz böser und blöder Witz von dir. Oh, warte mal. Stopp. Das kriegen wir hin. Ein bisschen fummelig ist das Ganze. Ein wenig fummelig. So, mein Anlauf jetzt. Nee, ist nicht drin. Nicht von hier, wir brauchen ein Flugzeug oder sowas. Vielleicht gibt's das später. Ab einer späteren Wendigkeitsstufe, eventuell. Als Ausgleich hole ich mir die da hinten. Wobei, die wird genauso schwierig zu erreichen sein. Aber so ging's. Ach, guck mal an. Können wir das auch da drüben nochmal machen? Ist genauso hoch. Maschinen zu schrotten. Ran ans Werk. Eins nach dem anderen, meine gute Fräulein. Eins nach dem anderen. Muss ich offen lassen. Ich habe jetzt keinen Bock daran zu verzweifeln. Keinen Bock. Ich will ein Rennen machen. Und das machen wir jetzt. 3, 2, 1. Fing ja schon mal echt schlecht an. Aber wir müssen die Strecke sowieso erstmal kennenlernen. Wohin? Damn, ich hab den Plan... Nein. Ich hab's vergeigt. Wir müssen von vorne anfangen. Und das ist wieder purer Stress für mich. Da werden meine Haare erst grau und dann ganz weiß. Nochmal. Sauber. Es muss ein sauberer Start sein. Anders kann ich hier nicht loslegen. Höp. Die Mucke aber dazu. Richtig schön Tunnel Trends. Da drüben. Oh mein Gott, das ist. Wo? Oh Mann. Oh. Wow. Niedergeschossen während eines Rennens. Und jetzt kann ich nicht nochmal neu starten, wenn ich erschossen wurde. Das ist echt übel. Super frustrierend. Aber vielleicht sollten wir erst die Fabriken klar machen, damit hier weniger Gegner stehen. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ich glaube, das ist die bessere Wahl. Ich will das POV haben, damit können wir relativ schnell die Gewinde von dem Bohrer da kaputtballern.
ja, netter Schuss. Na, kriegen wir das wieder so hin? Oh mein Gott, das war wirklich knapp. Ich glaube nicht, dass das wirklich so gedacht ist. Aber wir konnten uns diesmal wieder, dieses Mal noch, nochmal so billig durchdrücken. In der Hoffnung, dass jetzt die Gegnerdichte hier ein wenig nachlässt. Das wäre ganz cool. Können wir uns nämlich dem Rennen widmen. So, der nächste Punkt ist Chemiefabrik. Ja, dann brauchen wir nicht alles doppelt und dreifach ablaufen. Gute Idee. Machen wir erstmal die Chemiefabrik. Und 200 Meter kommen wir darüber. Oh, wow, 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 wow. Wie sollen wir denn jetzt da lang? Erstmal hoch müssen wir. Agency-Bedrohung geortet. Dauerbefehl zum Eliminieren bei Sichtkontakt. Too much Action. Wirklich viel zu viel Action hier gerade. Wir kommen hier gar nicht raus. Ohne weiteres kommen wir ja nicht rüber. Vielleicht sollten wir mal unseren gesuchten Status kurz senken. Das ging, glaube ich, hier, ne? Reicht das vielleicht? Reicht das vielleicht, dass wir hier mal kurz in unserem Nachschubpunkt sind? Haben wir dann wieder ein wenig mehr Ruhe? Nee, ist immer noch Stufe 1. Okay. Aber die wird doch so schon wieder sinken. Das sieht ganz nett aus. Das ist wirklich echt ein schöner Settingwechsel hier gerade. Die Slums neben dem Industriegelände. Ach, wir müssen da durchspringen. Jetzt habe ich es. Da drüben auch. Da drüben auch. Das ist nur so ein Stuntring. Das ist ja schnell gemacht, wenn man möchte. Das wäre ja schnell gemacht. Okay. Da könnten wir unsere Fahrfähigkeit ein wenig tunen. Ha. Wortwitz. Aber erstmal die losen Orbs hier alle absammeln. Wer weiß, vielleicht stimmen wir ja. Oh, wir brauchen noch wie viel? Noch 50 für die nächste Stufe. 50? Wow. Wow, wow, wow. Okay, aber das ist nicht schlimm. Damit habe ich gerechnet. Das ist die nächste Wendigkeitsstufe. Nicht geschenkt Tipp wird. Vom Profi, Arschlöcher. Beschützt eure Regulatorzellen. Okay, Regulatorzellen. 6 Stück. Das ist nicht ohne. Da sind ordentlich Gegner am Start. Schürft die Regulatorzellen, um das Steuerventil freizulegen. Wo, wo? Gebratene Schuppen. Ah! Wow, wow, wow. Treffen Sie die freigelegten Regulatorzellen der Plattform. Ja, 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 Mann. Erstmal die fetten Gegner. Die mich hier mit der Chemiekeule weghauen, Alter. Komm, Mann, komm. Wow, also manche Gegner sind wirklich, Bullet Sponges, sagt man, ne? Wow, aber echt üble Bullet Sponges, wenn das stimmt. Säurespeier, ah, nee, ach. Ziele auf jeden möglichen Schwach. Die werden wahrscheinlich gut dagegen gesichert sein, gegen ihre eigene Pampe da. So, weiter geht's, meine Freunde. Weiter geht es. Bam, weg ist er. Regulatorzelle offline.
Boom, Schakalaka. Oh, das sah sehr cool aus gerade. Das letzte Fitzelchen Energie mit einem guten Schwinger. Haben wir ihn abgezogen. Oh oh. Nein, nein, nein. Nicht hier runterfallen, alles von vorne. Das machen wir nicht. Schalte alle Regulatorzellen aus, die du auf der Plattform finden kannst. Ja, ich muss mir angewöhnen, mehr mit Sachen zu schmeißen. Ganz wichtig. Schießt sich einer das an? Ganz wichtig. Ich glaube, das ist um einiges effektiver als das Geballer. Wobei wir nur so unsere Waffenfähigkeit verbessern, indem wir Leute erschießen. Komm schon, Mann. Genau so. Hauen Sie weiter drauf. Oh, da ist eine neue Spezialwaffe. So, eigentlich, wir bräuchten mal ein stärkeres Maschinengewehr oder so. Was ist das? Was ist das? Was wäre das? Was haben wir denn hier Schönes? Jackhammer. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich doch nach einem starken Maschinengewehr an. Ist ein Raketenwerfer. Auch nicht schlecht. Dieses kleine Spielzeug feuert eine Schrotladung. Aber ich hau mal das Bogengewehr weg, falls ich es noch kann. Austausch gegen mein POV. Ja, das POV ist eigentlich echt ein schöner Allrounder. Finde die Regulatorzellen und schalte sie aus. Wir sind fast fertig, oder? Das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist noch nicht zu Ende. Das ist noch nicht zu Ende. Die ist leer. Verstehe ich jetzt nicht. Wollen Sie weiterkämpfen? Dann brauchen Sie mehr Feuerkraft. Ja, die haben wir jetzt mit unserem Jackhammer. Nova System braucht genau den richtigen Druck. Zerstören Sie die Ventile und das System versagt. Und nu? Da ist noch ein Ventil. Ach nee, das Ding ist da, genau, richtig, das Ventil oder so. Oh ja, der Raketenwerfer ist wirklich Steuerung außer Betrieb. Wirklich ein Prachtexemplar, eine super gute Waffe. Nova bekommt ihn zu spüren. Richtig viel Schaden. Oh, wunderbar, Leute. Ein schönes Finale für eine weitere glorreiche Folge Crackdown. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht und wenn das auch für euch gilt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Video und somit auch dem Projekt einen Daumen nach oben verpassen würdet. Ansonsten wiederschauen. Reingau und der Leo, ne? Bis dann. Tschüss.